Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man so coole Bäume hier bauen kann, die ein bisschen ja, besser aussehen einfach als diese ganz normalen langweiligen Standardbäume von Minecraft. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Tutorial an. Und das Einzige, was ihr für diesen Baum eigentlich braucht, sind Blätter, beziehungsweise Eichenblätter in diesem Fall, und eben Eichenholz, was allerdings von allen Seiten Rinde hat. Ich zeige euch mal kurz, wie man das craften kann. So, braucht ihr dafür 4 ganz normale Eichenstämme und platziert die dann so wie eine Werkbank quasi und dann bekommt ihr daraus 3 Blöcke, die von allen Seiten Rinde haben. Das ist wichtig, weil das sonst ein bisschen komisch aussehen würde. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mit dem Tutorial an. Das erste, was wir machen, ist erstmal 4 Blöcke übereinander von diesem Holz. Und dann gehen wir einen Block zur Seite, nochmal 2 nach oben. Dann gehen wir wieder einen Block zur Seite, nochmal 2 nach oben. Und wieder so einen Block zur Seite. Dann seht ihr, das ist so auf einer 2x2 Fläche quasi. Und dann gehen wir hier allerdings 3 Blöcke hoch. Das Ganze müsste dann ungefähr so aussehen. Hat so ein bisschen Drehung quasi im Stamm. Und das nächste, was wir machen, ist, wir ändern die untersten Blöcke, weil ihr seht schon, die gehen mit der Rinde so nach links und alles andere geht ja nach oben und der Baum soll ja auch nach oben wachsen. Dementsprechend machen wir den untersten Block jeweils immer kaputt und platzieren ihn dann nochmal von unten gegen den oberen Ast quasi. Dann sind die nämlich richtig platziert. So, hier auch nochmal. Und jetzt seht ihr schon, das geht alles in eine Richtung und sieht schon etwas besser aus. Das nächste, was wir machen, ist, wir überlegen uns, in welche Richtung der Baum ein bisschen größer sein soll. Ihr seht das hier schon, der ist rechts ein bisschen größer als nach, oder er geht weiter nach rechts quasi als nach links. Das überlegen wir uns hier jetzt auch nochmal. Dann sagen wir, machen es hier auch wieder nach rechts. Und dementsprechend machen wir jetzt auf den zweitobersten Block quasi 2 Blöcke nach rechts und einen nochmal in jede andere Richtung. Das sieht dann ungefähr so aus. Und was wir jetzt noch machen, ist einmal ein bisschen Wurzeln, weil der Baum soll ja unten auch ein bisschen zeigen, dass er auch im Boden quasi eingewurzelt ist. Und dafür machen wir jetzt nochmal ein paar Blöcke. So, platzieren wir hier nochmal einen hin. Und ich würde sagen, hier nochmal und ja, hier nochmal. Das könnt ihr euch aber, wie gesagt, auch selber ein bisschen überlegen, wie ihr es eben lieber habt. Ihr könnt natürlich auch mehr Wurzeln machen oder weniger. Ich mache jetzt hier bei dem nochmal ein paar in den Boden. Sieht auch eigentlich immer ganz cool aus, wenn man so sieht, dass der im Boden noch so richtig verankert ist und man die noch so ein bisschen sichtbar sieht. Die Wurzeln quasi. Finde ich auch mal sehr cool. So, dann haben wir eigentlich schon alles, was den Stamm quasi angeht, fertig. Und das nächste, was wir jetzt noch machen, ist quasi das Ganze mit den Blättern. Und ihr seht schon, ich habe es hier so gemacht, dass quasi so ein paar Blätter nach unten hängen oder, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein paar Äste, die halt so nach unten gehen quasi. Das finde ich eigentlich ziemlich cool und das machen wir jetzt hier auch wieder. Das erste, was wir erstmal machen, ist, wir verstecken hier oben das ganze Holz. Wir machen erstmal eine Schicht Blätter drumherum, um diese Äste hier oben, damit man die schon mal nicht mehr sieht. Und auch von unten natürlich. So, dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen was getan. Das nächste, was wir machen, ist, wir gucken, in welche Richtung wir größer werden. Und zwar ist das ja in diesem Fall nach rechts. Und jetzt machen wir nochmal jeden Block 2 extra Blöcke ran. So, hier 2, dann hier nochmal 2 und hier 2. Hier oben nochmal 2 in die Richtung, hier 2 in die Richtung. Da auch. Hier oben auch nochmal. Einfach damit wir so ein paar Blätter erstmal bekommen. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch nochmal, jeweils aber nur mit einem Block. Dann sind nämlich schon die Holzblöcke quasi so ein bisschen verschwunden. Die soll man ja am Ende nicht mehr sehen. Im Bestfall. Und jetzt haben wir das schon mal relativ gut gemacht. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir machen das Ganze hier so ein bisschen, ja, rund kann man nicht wirklich sagen in Minecraft, aber so ein bisschen rundär quasi. Und machen dementsprechend hier nochmal ein paar Blöcke hin. Da müsst ihr einfach gucken, dass es ungefähr rund aussieht. Am besten, also ich mache es immer so, ich platziere einfach einen Haufen Blöcke. Und dann gucke ich, ob es besser oder schlechter aussieht. Dann gucke ich, wo es halt noch nicht perfekt aussieht. Und da bauen wir dann noch ein bisschen was hin. Zum Beispiel sieht das hier jetzt einigermaßen gut aus. Vielleicht hier nochmal einen hin. Aber ich denke, das kann man so lassen. So, dann machen wir hier noch welche hin. Ist halt ein bisschen schwierig zu erklären. Ihr müsst einfach gucken, sieht das gut aus? Ist das so das, was ich möchte? Oder eher nicht so? Zum Beispiel habe ich jetzt hier wieder ein bisschen was gemacht, da muss ich hier auch noch was hinmachen, jetzt muss ich da was hinmachen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ihr müsst es einfach ausprobieren und dann kriegt ihr das schon hin. Und ich mache jetzt hier nochmal ein paar und würde sagen, das reicht dann aber auch erstmal, weil wir müssen ja noch einiges tun. So, ja, wobei, jetzt müssen wir hier oben noch ein bisschen was machen. Und wichtig ist auch immer, dass halt nicht so glatte Flächen wie hier oben jetzt entstehen, weil es sieht halt einfach unnatürlich aus, wenn es halt so flach ist. Und dementsprechend mache ich da oben gleich auch noch was hin. So. Also ihr seht schon, was ich meine, das würde ja jetzt ein bisschen komisch aussehen. Bei anderen Baumtypen, wie zum Beispiel Akazien, sieht das vielleicht gut aus, aber eben nicht bei so, ja, bei so Eichenholz quasi. Sieht ein bisschen komisch aus. Und das hier geht auch ein bisschen sehr gerade runter, da müsst ihr auch immer drauf achten. Am besten ist es immer, wenn man den möglichst unterschiedlich baut, weil die Bäume wachsen ja auch nicht schnurgerade oder irgendwie ja, nach irgendeinem Algorithmus quasi, sondern die wachsen ja auch, wie sie wollen einfach. Hauptsache Licht. Und ich würde sagen, jetzt haben wir das hier oben schon mal relativ gut gemacht. Beziehungsweise mache ich hier nochmal ein paar Blöcke hin. Und dann hier wieder. Das ist auch mal so ärgerlich, wenn man so einen Block woanders hinsetzt, dann muss man den auf der anderen Seite auch nochmal ausgleichen. Aber ich denke, wir haben das hier ganz gut gemacht. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch an der Unterseite machen. Wichtig ist bei der Unterseite allerdings, dass ihr es da nicht übertreibt. Also ich bin jetzt hier insgesamt
4 Blöcke nach oben gegangen. Unten sollte die da maximal die Hälfte nehmen. Ansonsten würde das nämlich so aussehen wie eine Kugel quasi. Und das ist ja auch nicht so das, was wir wollen. Oder wenn ihr das wollt, könnt ihr es natürlich auch gerne machen. Aber dafür gehe ich jetzt in diesem Fall mal nicht. Sondern ich versuche das Ganze hier nochmal ein bisschen abzurunden. Aber eben nicht zu sehr. So. Das hier ist auch schon fast ein bisschen zu gerade, aber das machen wir gleich nochmal. Wir machen nämlich gleich nochmal diese Blätter, die nach unten gehen quasi. Und ich würde sagen, ich ziehe hier nochmal eine kleine Ebene hin. So, ich denke, das sieht soweit ganz gut aus. Beziehungsweise ist das hier fast ein bisschen eckig. Ich denke, ich lasse es so, so geht das auf jeden Fall schon mal klar. Dann hier vielleicht nochmal rum. Ist natürlich auch immer wichtig, dass man die Äste nicht zu sehr sieht, weil das wäre ein bisschen komisch. Dann würde das so mager aussehen. Beziehungsweise könnte man das natürlich auch sehr cool machen, wenn man irgendwie in der Wüste einen Baum macht, dass er einfach nicht so viele Blätter hat zum Beispiel. Und ich würde sagen, der sieht jetzt soweit ganz gut aus. Und was wir jetzt noch machen, sind diese Lianen, wie gesagt, nach unten. Das mache ich meistens so an den Ecken. Ich gehe dann einfach so ein paar Blöcke nach unten. Und wichtig hierbei ist, dass ihr halt nicht immer gleich viele Blöcke nach unten geht, sondern eben, also mal nur ein paar Blöcke und mal halt sehr viel mehr. Das sorgt ja noch ein bisschen für Abwechslung und sieht noch ein bisschen besser aus. So. Und am besten macht ihr erstmal so wie ich, dass ihr einmal außen rum geht und da in allen möglichen Ecken so ein paar hinstellt. Und dann geht ihr ein bisschen tiefer in den Baum rein quasi und platziert dann da auch nochmal welche. Dann sieht das nämlich so ein bisschen voller aus und insgesamt etwas nicer. Und ich würde sagen, das reicht jetzt auch schon. So. Und dann müsst ihr natürlich auch wieder gucken, sieht das gut aus, sieht das komisch aus. Wenn es komisch aussieht, dann da am besten noch was hinbauen. Hier zum Beispiel sieht das ein bisschen komisch aus. Dann müsste es hier auch noch ein bisschen voller werden, finde ich. Und das müsst ihr halt so ein bisschen nach Auge machen. Oder nach Auge müsst ihr das machen. Ne, nach Augenmaß eben. So. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar hin. Und den noch ein bisschen weiter. Und eben gucken, dass es nicht zu... Der hier zum Beispiel sieht halt ziemlich blöd aus, weil der irgendwie so ganz gerade runter geht und da irgendwie nichts... einen Übergang hat quasi. Dementsprechend machen wir da jetzt auch noch ein paar hin. So. Und ich würde sagen, das hier ist auch schon fast ein bisschen zu gerade. Deswegen machen wir da auch nochmal ein paar Blöcke hin. Und soweit sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Dann können wir hier noch ein bisschen... was hinstellen, damit das hier eben auch wieder ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Und dann hätten wir das eigentlich schon. Der sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und was man dann auch noch machen kann, oder beziehungsweise den hier mache ich glaube ich auch nochmal neu. Oder was heißt neu, aber ein bisschen hübscher. So. Und was man dann auch noch machen kann, was ich hier auch gemacht habe, ist, dass man die Äste so ein bisschen noch detaillierter gestaltet. Durch Halbsteine, durch Zäune und durch Treppen eben. Und diese Zäune, die sehen nämlich auch ganz gut aus als extra Äste quasi. Kann man dann überall nochmal ungefähr unterstellen, so gefühlt. Und hier auch bei den Blöcken noch, bei den Blättern auch nochmal hinstellen. Dann sieht das so aus, als wären das nochmal so extra, ja, extra Äste, die hier noch gewachsen sind vielleicht. Sieht auch ziemlich nice aus, aber ich finde, man sollte es damit auf jeden Fall nicht übertreiben. Was man dann auch noch machen kann, ist, so ein paar davon auf den Boden zu stellen. Und das sieht dann so aus, als wären das so dünnere Wurzeln quasi. Beziehungsweise man kann hier so als Übergang dann auch noch so Halbsteine machen. Ich voll gelispelt gerade, lul. Aber so kann man es auf jeden Fall machen, das sieht ziemlich cool aus. Was man dann auch noch machen sollte, finde ich, ist, dass man unter den Baum so ein paar Purzelplätze setzt. Das sieht nämlich so aus, als wären da dann so schattige Stellen quasi, wo kein Gras wachsen kann oder irgendwie was Moosiges nur, weil da dann eben kein Licht hinkommt oder sowas. Dann kann man da drumherum natürlich noch ein paar normale Grasblöcke setzen, nicht Glasblöcke. So. Und dann hätten wir es eigentlich soweit. Was man dann natürlich noch machen kann, ist hier alles mögliche an Vegetation noch drumherum bauen. Aber ich denke, ihr habt verstanden. Oder, von hier sieht das ja ganz schrecklich aus. Da muss ich noch mal ein bisschen... Das ist eben immer so, dass es halt meistens dann von der anderen Seite nicht so gut aussieht. Und dann müsst ihr da einfach noch ein paar Blätter hinspammen quasi. Und dann gucken, ob es besser aussieht oder schlechter. So, ich denke, wenn ich den noch wegmache... das ist immer... Der Perfektionismus ist dann natürlich immer ganz furchtbar. Aber ich denke, so kann man es lassen. Am besten so ein bisschen unperfekt lassen. Das sieht immer am allerbesten aus. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt gerne mal Hashtag Baum in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Tutorial bestimmt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.